Ja, und hallo, herzlich willkommen zurück. Ich habe es heute endlich geschafft, nachdem letztens mein Akku leer war, deswegen konnte ich es nicht alles in einem Rutsch aufnehmen. Ja, meine Pigmondo-Bilder wollte ich euch noch zeigen, die ich somit als erstes hatte, weil ich glaube, beinahe jeder, der sich mit Diamond Painting beschäftigt hat, wird als erstes über Pigmondo gestolpert sein. So ging es mir eben auch. Ich habe halt damals mit dem quasi gratis Bild angefangen, quasi einfach weil, ja, man zahlt halt irgendwie 6 Euro oder so an Versand, was dann halt eben auch nicht mehr wirklich gratis ist, zumal das Bild an sich halt wirklich so klein ist. Ich habe es gerade gar nicht zur Hand. Doch, habe ich. Einen Moment. So, nämlich. Tada! Ich hatte mich damals für dieses kleine süße Einhörnchen entschieden. Und wie man sieht, habe ich hier wunderbar auch noch Haare mit dran, weil ich nämlich da noch null mich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt hatte. Ich hätte da sonst zum Beispiel Washi-Tape dran gehabt und auch sonst vielleicht ein, zwei Dinge beachtet. Ich bin aber sehr happy damit gewesen. Also es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und das war dann auch so der Punkt, warum ich gesagt habe, ja, das möchte ich irgendwie mehr machen. Hat dann jetzt zwar dreiviertel Jahr gedauert, aber dafür raste ich jetzt umso mehr aus, was das ganze Bestellen und so angeht. Ja, also das, wie gesagt, war eben mein Anfängerbild und ja, habe dann natürlich noch mehr bei Pigmondo mitbestellt und habe dann erst so ein bisschen angefangen, mich mit der Materie auseinanderzusetzen, festzustellen, okay, Pigmondo ist jetzt vielleicht nicht der empfehlenswerteste Shop. Ich meine, am Ende muss das jeder selber wissen und die machen halt einfach so krasses Influencer-Marketing, dass eben keiner dran vorbeikommt, irgendwann von Pigmondo zu hören und naja, dann ist es halt so. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt irgendwie nicht so ganz. Also erstens bin ich der Meinung, dass die nicht unbedingt ihre Bilder lizenzieren lassen. Vielleicht sind es auch einfach nur Stock-Footage-Bilder, die jetzt auch nicht geklaut sind oder so. Ja, nichtsdestotrotz, es ist wirklich, also ich kann fürs gleiche Geld echt eine andere Qualität, zum Beispiel bei Diamond Art Club, bekommen. Und von daher ist Pigmondo jetzt nicht so, dass ich sagen würde, da muss ich unbedingt nochmal bestellen. Die Bilder, die ich da habe, sind aber alle gegossener Kleber und wirken vernünftig. Deswegen habe ich sie jetzt halt auch behalten. Also, wir gucken uns mal das allererste an, was ich hier schon bereitgelegt habe. Es ist ein eher kleines Bild und ich habe es nicht bereitgelegt, sondern habe es schon an der Tür hängen. Ich bin super vorbereitet heute. Man möge es mir nachsehen. So, ich hole mir eben das Bild. Ist nämlich eins der Bilder, die ich dann auch relativ zeitnah schon painten möchte. Und deswegen habe ich es einfach schon aufgehangen. Schon vorbereitet, hängt es ganz artig wartend in der Gegend rum. Ja, das ist, ich weiß gar nicht, ob es einen Namen hatte. Ich glaube, hier steht auch kein Name. ich kann auch nicht sagen, was mich an dem Bild so fasziniert hat, dass ich es kaufen wollte. Es sieht jetzt eigentlich recht unspektakulär aus. Ich glaube aber, dass es gepainted schon nochmal einen ganz netten Eindruck macht und irgendwie fand ich die Farben einfach schön. So, die Farbkombi ist das, was mich dann so ein bisschen gekriegt hat. Wir haben hier eben eine schöne pappige Liste, schöne Legende. Ich weiß nicht so ganz, ob man die gut in den Sticker Maker kriegt. Auf der anderen Seite, die 1 hier an der Seite braucht man nicht. Ist dann nur die Frage, ob die Pappe nicht ein bisschen zu dick ist für einen Sticker Maker. Das muss ich dann halt sehen. Die Legende am Bild haben wir auch nur einmal. Und dann haben wir hier die Farben. Mache ich einfach direkt mal auf, wa? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die überhaupt schon mal auf hatte. Ich muss die dann auf jeden Fall irgendwie wieder da reinfüllen. So, und hier schon mal eine kleine Dreierrunde. Die sind nämlich, glaube ich, nach DMC-Nummern sortiert in dem Fall. Von daher muss ich dann sowieso mal gucken, dass ich die kontrolliert kriege, aber gerade sehe ich schon. Ja. Ich bin mir gerade gar nicht so ganz sicher. Von der Qualität her müssten es Harzsteine sein. Also entweder sind das unfassbar unauffällige Acrylsteine oder eher Harzsteine. Ich würde sagen, es sind Harzsteine. Nach dem, was ich jetzt so weiß und sehen kann, bin ich eigentlich ziemlich überzeugt, dass es Harzsteine sind. Jo, wir gehen die wie immer alle einmal durch. Ihr kriegt wieder einen Timestamp und könnt dann einfach vorskippen. Und der Autofokus braucht heute mal eine auf dem Latz, damit er mitspielt.
So, wie ihr gesehen habt, ist ein AB-Sternchen dabei. Und das suchen wir dann jetzt mal. Und dann geht es ja sowieso noch in die Nahaufnahme. Das AB-Sternchen ist hier dieses komische grüne T. Und schauen wir mal. Ach, ich sehe hier schon einzelne. Guck mal hier drüben. Ah, es sind wirklich nicht viele. Das ist, glaube ich, tatsächlich nur in dem Bereich hier so ein bisschen am Rand einfach zum Markieren. Ich muss gestehen, ich finde den Bereich hier, dieses dicke, fette Schwarz, ein bisschen seltsam. Aber ich bin gespannt, ob das am Ende eine schöne Wirkung macht. Aber irgendwie hat es mir nicht so ganz in Kram gepasst, als ich das erste Mal gesehen habe. Also ich weiß nicht, ob das ein Rendering-Thema ist oder ob das halt einfach so ist. Draußen geht es wieder ab. So. Ja. Von der Leinwand her kannst du eigentlich jetzt hier nichts sagen. Also ich habe eigentlich das Gefühl, es ist eine stabile Leinwand. Ist ja eher dieses plastische. Ja, gibt es jetzt nicht wirklich viel dran auszusetzen. Die Symbole habt ihr gerade gesehen, die sind super klar. Also da kann ich mich nicht beschweren. Also die Qualität ist vernünftig. Ich bin mal gespannt, wie sie es dann beim Painten macht. Und es gibt ja diese Vermutung, dass die Qualität halt bei denjenigen, die es quasi zum Zeigen bekommen, mehr darauf geachtet wird, dass die Qualität da vernünftig ist. Ich kann jetzt bei meinen Bildern eigentlich nicht behaupten, dass es irgendwie komisch ausschaut. Also ich habe jetzt, was ich hier habe, auch im Vergleich mit den anderen Bildern, finde ich eine vernünftige Qualität. Aber wir gucken mal, wie es gleich mit den beiden anderen Bildern aussieht. So, machen wir mal weiter. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich werde mal gucken, welches von den beiden Bildern das ist. Oh. Was ich euch eben vorenthalten habe, ist das Toolkit. Das ist halt bei Pigmondo eigentlich ganz vernünftig. Ist halt nicht jetzt außergewöhnlich, aber macht einen vernünftigen Eindruck. Was man hier nicht so bekommt, sind Pinzetten. Aber es gibt einen Mehrfachaufsetzer, ein weißes hübsches Schiffchen, zwei Wachsherzen und den Stift eben. Ne? Also ganz klassische Ausstattung. Nicht außergewöhnlich, aber schon so, dass man damit arbeiten kann. So. So, das ist... Ah, dieses. Das ist ordentlich. Roll ich das mal ganz kurz in die andere Richtung, damit es liegen bleibt. Wie gesagt, die sind alle aus gegossenem Kleber. Von daher muss ich mir da keine Gedanken machen, Gott sei Dank. Also ich bin ganz froh, dass ich trotz Unwissenheit bisher nur gegossene Kleberbilder von Pigmondo bekommen habe, weil ich irgendwie nach allem, was ich jetzt so mitbekommen habe, auch nicht unbedingt welche mit doppelseitigem Klebeband haben möchte. Einfach weil man da offensichtlich viel mehr Probleme hat, wenn es um ploppende Steine und so Kram geht. So, hier ist ebenfalls, also es ist jetzt motivtechnisch nichts, was einen irgendwie umhaut. Ja, das ist halt einfach so, ja, irgendwie ein Horizontbild, würde ich sagen. Also ich glaube, das hier unten soll eher Wasser sein, das da oben eher so ein bisschen Himmel. Ja, hier sieht man es ja auch eigentlich. Ist auch so ein ganz klassisches Bild, was man eigentlich gefühlt in jedem Shop irgendwie in irgendeiner Art und Weise findet. Hier unten sind halt eigentlich zwei Menschen. Die sieht man hier halt auch so halbwegs einigermaßen. Und ist von der Größe her jetzt... Okay, cool, meine Katzen randalieren gerade. Von der Größe her 40x60, also auch für meine Verhältnisse human, so dass ich mich daran traue. Ja, aber man sieht halt einfach, wenn man sich jetzt die Legende anguckt, warum ich das Bild genommen habe. Ne? Es ist halt unfassbar viel lila. Und da ist, also ja, ist einfach Grund genug für mich gewesen, das zu nehmen. Deswegen auch hier, glaube ich, habe ich mir die Steine noch nicht angeguckt, wenn ich gucke, wie gut die hier eingepackt sind, weil ich, glaube ich, einfach mir da noch gar nicht so den Kopf gemacht hatte, das auch mal zu kontrollieren. Deshalb holen wir das jetzt nach. Ist wahrscheinlich auch wieder nach DMC-Nummern sortiert. Wir haben sogar
einmal AB-Steinchen mit drin, sehe ich gerade. Aber auch nicht allzu viele. Hier unten geht es nämlich los. Das ist nämlich das Weiß 5200 als AB-Steinchen. Ja, wie immer, ihr kriegt von mir dann einen Timestamp. Und die gehen Spaß mal durch. Achso, auch hier muss ich übrigens sagen, das sind auch ziemlich sicher Harzsteinchen. Also auch da, wie gesagt, ich habe keinerlei Kooperation mit Pigmondo. Ich habe sie, wie gesagt, einfach nur damals als erstes gefunden, wie so viele andere. Und habe trotzdem eine echt vernünftige Qualität bekommen. Vor allen Dingen sind das Bilder aus zwei verschiedenen Bestellungen. Also die drei Bilder, die ich habe. Nun, okay, wir gehen es einfach mal durch. Ja, ich bin überrascht, wie wenig Schwarz in diesem Bild ist. Tatsächlich ist es, sind wirklich nur einige kleinere Flecken. Wir gehen natürlich noch mal ein bisschen in die Aufnahme und ich gucke vorher mal, wo wir die ABs wiederfinden werden. Das sind diese kleinen weißen Häkchen. Und wenn ich mal so spontan drauf gucke, es sind tatsächlich alle ganz weißen Flächen. Also es ist halt alles hier, hier so einzelne kleine Pünktchen, die dann immer so ein bisschen sternchenmäßig durchscheinen. Also ist eigentlich sehr süß gemacht, würde ich sagen. Also schon hübsche Akzente üben. So, und ich gebe euch nochmal natürlich wie immer ein bisschen Nahaufnahme. Könnt ihr mal nochmal drüber gucken, was ihr so Schönes seht. Also für mich, muss ich sagen, ist der Druck eigentlich sehr klar. Aber ich habe das Gefühl, dass Diamond Art Club da einen besseren Job noch macht, trotz allem. Also ich finde das trotzdem alles sehr gut erkennbar, kann mich jetzt nicht beschweren. Aber irgendwie, wenn ich jetzt an die Diamond Art Club Bilder denke, habe ich schon den Eindruck, dass die noch ein bisschen krasser sind in der Schärfe. Aber die Symbole sind alle gut zu erkennen und unterscheiden sich meiner Meinung nach auch gut voneinander. Also ich sehe da jetzt noch keine Probleme auf den ersten Blick. Ja. Schön, 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 schön. Ja, also wie gesagt, da sind unfassbar schöne, viele lila Töne drin, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ich glaube, dass alleine schon wegen dem ganzen Lila mir das sehr viel Spaß machen wird, das zu painten. Ich räume es ein und zeige euch das letzte Bild noch, was auch noch eine kleine Besonderheit hat. So, dann schauen wir uns das letzte Bild noch an. Da, da, da. Bei dem Bild übrigens, tada, es ist noch vernünftig verpackt sogar. Ich weiß gar nicht, warum ich bei den anderen jetzt gar keine Folie mehr hatte oder ob es auch gar keine Folie gab. Ihr seht leider schon, was es ist, aber ich räume es natürlich dennoch aus. So. Spoilerfolie beiseite. Ich weiß auch gar nicht, warum das jetzt so rum aufgerollt war. Also ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe oder ob ich es überhaupt jemals ausgerollt hatte. Hat aber den Vorteil, ich kann es natürlich jetzt direkt hinlegen. Was hier jetzt auffällt, meiner Meinung nach, ist erstens, dass es sehr stark glitzert. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera ankommt. Also die Leinwand glitzert sehr, sehr stark. Wir haben hier ein anderes Set. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie gesagt, es sind zwei verschiedene Bestellungen, wobei
Die letzten zwei Bilder, glaube ich, waren zusammen. Also das hier und das davor. Und das davor hatte ich, glaube ich, einzeln irgendwann bestellt. Also hier gibt es schon Unterschiede auf jeden Fall. Gucken wir mal rein. Also wir haben hier aber trotz allem die gleiche Ausstattung. Also wir haben zwei kleine Wachsherzen. Dann ein kleines weißes Schiffchen. Wobei das hier sieht kleiner aus als das von den anderen Kids. Warte mal. Ja, dezent. Also, ich habe jetzt gerade nochmal die andere Schachtel geholt. Also, es ist ein anderes Schiff. Aber so groß ist der Unterschied dann auch nicht. Dann gibt es hier ausnahmsweise mal einen gelben Swishy. Squishy. Schup, schup, schup. Und dennoch einen weiteren Aufsetzer mit einem ziemlich breiten Rand. Das ist... Steht leider nichts drauf. Ich würde fast sagen 5. Also ich behaupte, dass da ungefähr 5 Steine drauf passen sollten. Ja, das also eben auch wie vorher eben auch schon ein Basic-Set. Also andersrum passt wahrscheinlich besser. So. Was ich wahrscheinlich nicht benutzen werde. Also außer die Schiffchen halt. Aber ich habe mir halt schon eigene Stifte besorgt. Wenn wir mal zu den Steinen kommen, wird euch noch nichts auffallen, glaube ich. Ich packe die mal aus und dann reden wir mal drüber. Sogar das Papier noch mal in einer extra Folie eingepackt. Ich wollte mich eben schon beschweren, dass wir hier gar keine Legende haben, aber tatsächlich ist sie einfach nur extra verpackt. Auf einem wunderhübschen Blatt mit noch mal den Basics. Hier könnte man dann das Motiv auch noch ausschneiden, vielleicht fürs Buch, fürs Diamond Diary, wie ich es bei mir nenne. Dann gibt es hier nochmal eine kleine Anleitung, wie man denn am besten gescheit paintet. Und es gibt auch hier eine Legende. Diesmal eben dann auf Papier, die man dann auch in Stickermaker jagen kann. Wobei der Druck qualitativ hier nicht so gut ist. Also die Farben sieht man hier gefühlt gar nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn ich auf der Leinwand gucke, sieht es auch nicht so anders aus. Also ein kleines bisschen mehr Farbe ist schon drin, aber ja, kann man sich jetzt auch drüber streiten, ob das jetzt reicht oder nicht. Würde ich jetzt erstmal wieder beiseite packen. Diese extra Tüte brauche ich nicht. Also das ist meiner Meinung nach zu viel Plastik. Das hätte es jetzt nicht gebraucht, das hätte man auch so da reinlegen können. Was wollte ich denn eigentlich sagen? Eigentlich wollte ich sagen, noch mal auf die Legende gucken, steht es denn irgendwo dabei? Ja, nicht so offensichtlich, aber hier steht ein kleines Y vor der 5200 und das steht für nachtleuchtende Steine. Hier steht zum Beispiel auch nicht Pigmondo auf den Tüten, ne? Auf den anderen Tüten stand immer noch Pigmondo, hier stehen nur die Zahlen. Und die sind auch nicht nach DMC-Nummern sortiert. Ja, doch. Doch, sind sie. Ja, mein Fehler. Sind sie. lass mich mal gerade gucken. Also hier sind auf jeden Fall die Leuchtesteinis. Ich weiß jetzt nicht so recht, ob wir das sehen, wenn ich das Licht ausmache. Ja, sie sind noch nicht genug geladen dafür. Vielleicht müsste ich sie dafür noch ein bisschen aufladen. Aber das sind eben nachtleuchtende Steinchen. Und die kommen dann auf dieses Bild mit drauf. Und da werden wir gleich nochmal zusammen gucken, wohin genau. Okay, tatsächlich ist mir gerade, weil ich nebenbei kontrollieren wollte, tatsächlich ist mir gerade aufgefallen, dass hier Steinchen fehlen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich das natürlich ganz anfängerlike einfach nicht zeitnah kontrolliert habe. Und ich glaube nicht, dass ich da jetzt noch eine Nachlieferung für kriegen werde. Ich werde Pigmondo mal anschreiben müssen. Aber ich habe halt die größten Nummern, die ich jetzt hier gefunden habe, sind eben die, mit denen ich gerade anfangen wollte. Die Katzen machen mich heute auch wahnsinnig irgendwie. Freche Viecher. Hä? Rumpeltier? Die höchste Nummer ist halt die 3756. Und wenn ich jetzt hier auf der Legende gucke, kommen aber noch die 3766, die 3799, die 3815, 3848 und die 3860. Und dann eben die Leuchtsteinchen. Das heißt, es fehlen halt 5 Farben, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ja. Also, schwierig. Und ich habe das halt offensichtlich vorher nicht kontrolliert, also gut. Vielleicht kann ich das anhand von Videobeweis oder so nochmal klären. Schauen wir mal. Ich gehe jetzt trotzdem mal die Farben alle durch, damit wir die, die wir da haben, gesehen haben.
Cosmo wollte auch unbedingt Hallo sagen. Ja, schade, ich krieg die Kamera gerade nicht hochgedreht, ohne alles zu verstellen. Warte mal. Hallo Cosmo. No. Bevor ihr jetzt alle fragt, warum er den Trichter trägt, der hat seit Jahren schon mit Allergien zu tun und leckt sich deswegen den Bauch und die Beinchen immer kahl. Und wir haben bisher halt keine wirksame Methode gefunden, außer Cortison. Und er ist halt einfach noch zu jung, um dauerhaft Cortison zu kriegen, weil es auf die Organe geht. Und ja, jetzt versuchen wir momentan eine Desensibilisierung. Und damit er sich halt eben nicht ständig schlappert, kriegt er halt den Trichter, solange wie er quasi nicht unter dauerhafter Beobachtung ist. Wenn er halt irgendwo schläft oder mit mir kuschelt oder so, dann kriegt er den auch mal ab zwischendurch. Aber er kommt damit sehr gut zurecht. Waschmuffi? Gut, wir gucken uns die Steinchen an. Den Fehler gefunden. Wir haben diese Tasche hier doppelt. Und ich glaube nicht, dass die doppelt gewollt war, weil die... Also... Die passt sonst nicht in die Reihenfolge. Also wir haben quasi eine Tasche zu viel und deswegen fehlt die andere. Das bedeutet, mir fehlt quasi der eine Streifen und dafür habe ich einen anderen Streifen doppelt bekommen. Cosmo besetzt leider gerade das Bild, sonst würde ich euch ja jetzt noch aus der Nähe zeigen. Danke, Schwarzi. So, auch hier muss ich mal gucken, ob ich ein bisschen dieses Glitzer eingefangen kriege. Das ist wirklich schwierig. Ich glaube, das ist wirklich nicht einzufangen in einem Kamerabild, weil es ist, also es glitzert sehr, sehr, sehr schön. Naja, gut. Also auch hier muss ich sagen, jetzt vom Qualitätslevel her eigentlich gleichwertig meiner Meinung nach. Mit dem, was wir schon von den anderen beiden Bildern gesehen haben. Also der Druck ist sehr, sehr scharf meiner Meinung nach. Kann man jetzt sich nicht beschweren. Ach, wir wollten noch gucken, wo die Leuchtis hinkommen. Was sind die mit den Sternchen? Oh ja, hier zum Beispiel ganz viel. In dem weißen Bereich. Da sind ganz viele so eine... Karo-Sternchen quasi in weiß. Da kommen die ganzen Leuchtis hin. Hier auch immer so zwischen den Häkchen. Also es wechselt sich immer ein bisschen mit den Häkchen ab. Wird auf jeden Fall ganz interessant, glaube ich, wenn man das halt im Tageslicht nicht unterscheiden kann, ob das jetzt Leuchtis in weiß sind oder normale in weiß. Jo. Ja, also... Ich werde hier sabotiert. Ja, ich denke, da werde ich dann mal Pigmondo anhauen müssen. Hoffe, dass die mir noch Ersatz bieten. Schnüff, schnüff. Und das war's an der Stelle. Ihr habt jetzt auf jeden Fall alle meine Diamond Paintings gesehen, die ich bereits da habe. Wie gesagt, einige sind noch auf dem Weg und tatsächlich zur Aufnahmezeitpunkt dieses Videos morgen kommt das nächste Diamond Art Club Paket. Das heißt, ich kann schon wieder mehr produzieren morgen. ja, wird noch einiges auf euch zukommen, denke ich. Ansonsten habe ich es zumindest geschafft, jetzt nichts Neues zu bestellen. Bin da auch ganz froh drüber. Meine Geldbörse auch. ja, ich wünsche euch erstmal noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend und sage bis ganz bald.